Hoch oben in Eis und Schnee hatten meine Familie und ich eine zufällige Begegnung mit einem urigen Typen aus Luzern, der ein ganz besonderes Hobby hat. Also ich heiße Freddy Fuchs, ich wohne im wunderschönen Luzern und ich spiele sehr gerne auf dieser fantastischen Rigi und auf dem Pilatus mit meinem Alphorn. Ich mache das spontan für die Touristen, ich bin da nicht engagiert. Aus lauter Freude mache ich das. Vielleicht treffen wir uns nächstes Jahr und ich spiele dann zufällig auch wieder hier. So bin ich auf den Bergen sehr gerne mit dem Alphorn. Und das Horn gehört auch auf den Berg. Das gibt manchmal Gelegenheiten, da nehme ich mein kleines Zelt, steige auf einen hohen Berg, übernachte in diesem kleinen Zelt, erwache irgendwann in der Nacht und spiele auf diesem Berg ganz allein. Kein Mensch ist hier, kein Mensch ist auf diesem Berg marschiert. Es hat vielleicht noch Tiere, die zuhören. Das ist das echte Schöne. Ich bin zwar nur Amateur, aber ich habe immer wieder das Verlangen, etwas zu machen, das ein bisschen das Herz zum Klopfen bringt. Man muss immer über den eigenen Schatten springen und dann kommt man wieder einen Schritt weiter. Aber ich bin immer noch der totale Amateur. Natürlich hatte ich schon Auftritte in großen Kirchen, so zum Beispiel in Salzburg, im Dom von Salzburg und so weiter. Aber am liebsten bin ich auf den Bergen.